Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Kurte konnte uns nicht wieder Antwort geben. Oh, das ist schade. Oh, das stimmt nicht ganz. Wir wissen, dass wir einen Nachweis brauchen, und das zu wissen ist ein Fortschritt. Ja, richtig. Hey, wir suchen gerade. Ja, aber wir haben nichts gefunden. Aufgeben wird nicht. Aufgegeben wird nicht. Oh, wir müssen weiter versuchen. Oh, Donnerwetter. Oh, ja. Ich versuche es auch zu verhindern. Wir sollten zu Abend essen und uns die Nacht über ausruhen. Wir machen morgen weiter. Na gut, Leute. Danke. Ich habe immer noch diesen Fehler nicht mitbekommen. Nicht geregelt bekommen. Ich habe gar nicht auf mein Handy nachgeguckt, ob der Fehler überhaupt da war. Also ob das auf meinem Bildschirm liegt oder nicht. Was aber eigentlich keinen Sinn macht. Ich guck mal eben nach. Moment. Da war das, ne? Richtig. Yo. Ist der Fehler hier? Ich weiß nicht. Ja, okay. Es ist nicht mein Rechner, der den Fehler hat. Ich habe keine Ahnung, was der Fehler ist. Das ist das Problem. Egal. Wir kommen nicht so voran, wie wir gehofft hatten. Als wir mit Kurtel sprachen, dachte ich, es gäbe noch Hoffnung. Oh, ich wüsste gerne, wie es Reptang geht. Ob er die Zahnräder der Zeit eingesammelt hat? Auch wir müssen uns beeilen. Aber es gibt keinen Grund, uns nervös zu machen. Besonders, da jetzt alle mithelfen. Wir sollten ein bisschen schlafen. Und morgen mit frischem Mut weitermachen. Okay, Doki, gute Nacht. Das ist so ein warum ist es gelb? Der nächste Morgen. Aufgestanden habt ihr bis morgen! Das ist total kacke. Und ich weiß echt nicht, woran es liegt. Ich habe gerade nochmal alle Settings durchgegangen. Aber ich habe echt null Ahnung. Das ist ein bisschen nervig. Aber wir machen es kurz. Das verborgene Land bleibt uns weiter der Rätsel. Aber wir geben nicht auf. Hurra! Lass uns da heute rausgehen und weiter forschen. Gehen wir, Leute. Hurra! Was sollen wir nachforschen, Doki? Wir haben schon mit Kurtel gesprochen. Uns fehlt jede Spur. Pokémon entdeckt, oh ja. Wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck gehört Kurtel, den Dorfältesten. Yeah. Ja, was? Kurtel ist hier? Oh, das ist so eklig mit diesem Gelb. Ich habe euch endlich eingeholt. Diese Stufen zur Gilde. Sind nicht zu meinen alten Knochen, ey. Oi. Was führt dich her, Kurtel? Hast du dich an etwas erinnert? Ja, das habe ich tatsächlich. Aber mir ist leider nur eine winzige Kleinigkeit eingefallen. Ja, gestern betrachtete ich die Wasser. Die Treppen sind schlimm. Die heißen Quelle, lang und eingehend. Schließlich kam meine Erinnerung wieder. Aber es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich frage mich, ob es sich lohnt, sie euch mitzuteilen. Kein Problem. Jede Information hilft uns weiter, ganz egal wie klein sie auch ist. Bitte sag schon, rück raus damit. Als wir gestern über diese Reise zum verborgenen Land gesprochen, da sagte ich euch, dass ihr Nachweis bräuchtet. Mir fiel noch etwas dazu diesen Nachweis ein. Der Nachweis, der trägt eine Inschrift mit einem bestimmten Muster. Ein bestimmtes Muster? Hey, was für ein Muster soll das denn sein? Wie kann ich es beschreiben? Also, es ist schwer zu beschreiben, aber ich kann euch sagen, dass das Muster recht kompliziert und ungewöhnlich ist. Es ist ein seltsames Muster. Eins von der Art, die man selten sieht. Von der Art, die man selten sieht? Oh ja, hat Donnerwetter. Oh. Man sollte meinen, ich könnte mir so etwas vorstellen. Aber sich so eine Vorstellung vorzustellen, oh, das ist nicht einfach, wenn man es versucht. Was könnte es sein? Ein Muster von der seltenen Art. Wie könnte so ein solches Muster aussehen? Ein Muster der seltenen Art, ein seltsames... Moment, warte mal, ein seltsames Muster. Ein seltsames Muster, ich erinnere mich damals. Eines Tages gelangte ich dann zufällig in dieses Reliktfragment. Zugegeben, es sieht nicht aus... Nicht so wertvoll aus, aber sieh genauer hin. Siehst du? Auf dem Stein ist ein merkwürdiges Muster, nicht wahr? Ah, stimmt. Das ist ein merkwürdiges Muster. So ein Muster habe ich noch nie gesehen.
Das ist es. Auf dem Reliktfragment war ein seltsames Muster. Dragon, dein Fragment. Was ist los, Doki? Ja, dein Fragment. Was? Mein Reliktfragment? Ja, Mann. Oh, richtig, warte, dieses Muster. Verzeihung, könntest du dir etwas, das hier mal ansehen? Oh, das ist es. Oh mein Gott, ein Muster genau wie dieses ist es. Ja, Mann. Was? Wo hast du das her? Nun, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich daran erinnere. Ich habe es zufällig aufgesammelt. Ah, du meine Güte, das ist fabelhaft. Dragon ist besitzt. Bedeutet das etwa, bedeutet das, Dragon ist dazu qualifiziert, zum verborgenen Land zu gehen? Ja, das kann ich nicht wissen. Vielleicht ja, vielleicht aber auch nein. Und zum verborgenen Land zu gehen, muss man diesen Nachweis sicherlich besitzen. Ja, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Besitzer des Nachweises qualifiziert ist als, Auserwählter. Dieser Nachweis könnte einfach der physische Schlüssel für das verborgene Land sein. Sogar schon vorher hat er das gleiche Muster als Inschrift. Es gibt keine gesicherte Verbindung zwischen dem Reliktfragment und dem verborgenen Land. Oh, aber steht es denn außer Frage, dass dieses Muster mit dem verborgenen Land zu tun hat? Das zu wissen ist doch schon etwas. Ja, zumindest nehme ich das an. Ja. Moment. Ihr seid euch bewusst, dass das verborgene Land nur eine mündliche Legende ist, richtig? Ihr versucht sicher nicht, das verborgene Land zu finden. Doch, das tun wir. Ja, meine Güte, was für eine Überraschung. Ich bin alt und hätte es nie erwartet. Plaudergei, dieses Muster, wir haben es irgendwo gesehen, oder nicht? Was? Der Berg ist im Nordwesten, in der Salzwasserhöhle. Aber gehen, Meister, dieser Ort. Ja, ich weiß, dieser boshafte Bandit war dort. Ein boshafter, Bandit, Donnerwetter, ja. Hört mal bitte alle zu, wir haben dieses Muster einmal an einem Ort namens Salzwasserhöhle gesehen. Wir können wohl mehr herausfinden, wenn wir das Reliktfragment dorthin bringen. Es gibt da allerdings ein Problem. Da schleicht ein Pokémon herum, das ein boshafter Bandit ist. Hey, davon lassen wir uns keine Angst machen. Das sind wir etwa keine Erkunder? Wir müssen nur tapfer sein. Yeah. Oh, danke, Leute. Aber dieser Ort ist eine Herausforderung. Wir sollten uns heute Zeit nehmen, um uns für morgen bereit zu machen. Wir werden uns zur Salzwasserhöhle begeben. Hurra! Ich dachte, das verborgene Land sei nicht mehr als Folklore. Was ist das denn? Ich kenne das Wort nicht. Was? Das Alter hat mein Geist unbeweglich machen lassen. Das ist sehr traurig. Das lässt mich an die Tage zurückdenken, als ich von Romantik und Abenteuer träumte. Ja. Helft mir, meine Träume zurückzubekommen. Gebt euer Bestes. Verschluckt. Ja, du kannst auf uns zählen. Danke sehr, Kurte. Ach, nicht der Rede wert. Verschluckt, ey. Mann, auch schon wieder Treppen. Na, alles klar, Leute. Nutzt den Rest des Tages zur Vorbereitung. Okay, weggetreten. Hurra! Typ. Oh, jawohl, ja, wir machen es. Machen uns bereit, ja, Donnerwetter. Oh, weia. Oh, das wird so aufregend. Yeah. Döp. Plaudergei, du hältst dich morgen von der Gilde auf Abruf bereit. Ah, Gildenmeister. Bitte verzeih mir, wenn ich offen spreche, aber bitte lass mich zur Salzwasserhöhle gehen. Nein, das kann ich niemals wieder einer solchen Gefahr aussetzen. Aber genau deswegen muss ich dabei sein. Bitte nehm mich mit zur Salzwasserhöhle. Okay. Dann möchte ich, dass du morgen mit die Pokéball gehst. Führe das Team von Doki dorthin, wo wir diese seltsame Muster gesehen haben. Ich möchte aber, dass du vorsichtig bist. Ah, danke schön. Ah, ich werde dich nicht enttäuschen. Yay. Noch etwas. Ich habe etwas zu erledigen, deswegen muss ich nach draußen. Du hast das Kommando, solange ich weg bin. Ah, wie du wünschst. Hat er das nicht irgendwie immer? Also, so stehen die Dinge. Ihr beiden geht morgen mit mir. Die Mitglieder von Team Pokepakt, die nicht der Gilde angehören, dürfen nicht mitkommen. Was? Dein Ernst? Fick dich! In der Salzwasserhöhle liegt ein heimtückischer Gegner auf der Lauer.
niemals die Decke fallen lassen. Und tut nichts, was mich davon abhalten könnte, dort Erfolg zu haben. Ja, okay. Doki, machen wir uns bereit. Lass uns zur Schatzstadt gehen. Mann, ist das deren Ernst? Ich will doch nur, dass irgendwie Knackleon immer schön zu uns mitkommen kann. Mit auf unsere Mission, Mann. Oh, noch einmal jung sein, ja, Mann. Oh, wäre ich jünger, würde ich mich der Herausforderung stellen, das verborgene Land zu finden. Stehen geblieben, Opa. Na, wer spricht da? Auch nicht schon wieder die. Ja, was gibt es? Was wollt ihr? Tja, nun, wir sind im Totenkopf. Hattest du irgendwas in der Knüttelaufgeld zu erschaffen, Opa? Ja, ich habe zufällig etwas von dir aufgeschnappt, was sich sehr lustig anhörte. Na, etwas über das verborgene Land. Ich hab nur... Naja, also, ja. Da kommt jemand. Boah, die Gegentrottel. Opa, warum setzen wir setzen wir diesen Plausch nicht an einem ungestörten Ort fort? Hey, also nein, ich... Okay. Mann, es wird doch nur Knackleon im Team dabei, ja. Mann. Ich find das kacke, alter Mann, das ist doch scheiße. Nehmen. Und so schön 16.000. Wir verkaufen erstmal ein paar Items. Verkaufen. Ach ja. Ja, ist zwar nicht viel, aber nehmen wir gern so. Zack, zack, zack. Schön viele Cookies. Das nehmen wir gerne. Die drei Sachen nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Okay, hallo. Was hast du denn so mal gebaut? Na, irgendwas Gutes? Finsteraura. Aber ich glaube, das kann keiner, also von daher bringt uns das herzlich wenig. Aber wir haben Gummis. Irgendwas? Nein. Knackleon. Beziehungsweise Haru. Nicht schlecht zu schmecken. Scheint nicht schlecht zu schmecken. Ja, AP. Was? AP-Sparer? AP-Sparer. Verwendet gelegentlich Attacken an, ohne AP zu verbrauchen. Was? Das ist cool. Moment. H3 und H2. Knackleon ist gut auf dem Weg zu uns. Zu unseren Dings. Zu unserer IQ. Höhe. Sag ich jetzt mal. Gut, das war's. Mehr können wir nicht machen. Wir haben keine Belebersamen oder so mehr zu kaufen. Auch keine auf der Bank. Im Lager meine ich jetzt. Sonst. Oh, richtig, Doki. Wir sollten nochmal bei der Tohaido-Klippe vorbeischauen, bevor wir zur Gilde gehen. Für den Fall, dass Rip 10 zurückgekommen ist. Lass uns bei der Tohaido-Klippe vorbeischauen, Doki. Achso. Ja, das ist, glaube ich, sogar eine gute Möglichkeit. Eine gute Idee, Dragon, du. Muss ich ja sagen. Machen wir das auch gleich mal. Vielleicht ist er wirklich da. Ob Rip 10 zurück ist, würde ich gerne wissen. Gehen wir. Na, ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht. Nee, sieht nicht so aus. Aber da liegt ein Zettel. Okay. Rip 10 ist nicht hier. Hey, hier drüben. Da liegt ein Stück Papier. Ja, ein Brunnen in unserem... Leute. Steht etwas auf dem Fußabdruck rund... in Fußabdruck rund draufgeschrieben. Das ist ein Brief von Rip 10. Das muss eine Mitteilung von uns sein. Ich lese ihn vor. Dragon liest den Brief von Rip 10. Ja, Doki und Dragon. Ja, wie geht es euch? Wie läuft eure Suche nach dem verborgenen Land? Für mich läuft es ganz gut, ich habe schon 3 Zahnräder der Zeit eingesammelt. Ich muss nur noch 2 Zahnräder der Zeit finden. Und ich habe vor, wieder zu euch zu stoßen, sobald ich alle 5 Zahnräder der Zeit habe. Alles läuft nach Plan. Tobots und seine Freunde haben die Situation verstanden und kooperieren. Tobots erzählte mir, dass Mitglieder eurer Gilde sie wissen ließen, dass ich käme. Vielen Dank dafür. Es ist ermutigend, dass immer mehr Pokémon dazu übergehen, mir zu vertrauen. Trotzdem werde ich mich von Schottland und der Gilde fernhalten. Zunächst einmal, weil ich nicht weiß, ob
mir die Pokémon dieser Welt völlig vertrauen. Aber es gibt noch etwas Beunruhigenderes. Es ist damit zu rechnen, dass Zwirfinst jederzeit aus der Zukunft zurückkommen kann. Zwirfinst? Wenn man darüber nachdenkt, Zwirfinst ist uns in der Zukunft nicht endgültig losgeworden. Ich würde nicht ausschließen, dass er uns hier jagen würde. Er will uns immer noch beseitigen. Okay, ich lese weiter. Naja, da Zwirfinst kommen wird, sollten wir uns unauffällig verhalten. Dies ist ein anderer Grund, warum ich Hattstadt und die Gilde meiden werde. Stattdessen werde ich vielleicht zur Toreido-Klippe zum Strand kommen. Falls wir uns treffen, können wir dann Informationen austauschen. Euch auf jeden Fall viel Glück. Wir stoppen die Lähmung des Planeten von Reptane. Okay, scheint, als wäre Reptane sehr beschäftigt. Wir sollten mit unserer Aufgabe besser nicht scheitern. Diesem Brief nach taucht Reptane entweder hier oder am Strand wieder auf. Falls wir runter zum Strand gehen, sehen wir Reptane dort vielleicht. Wir sollten zum Strand gehen, bevor wir zur Gilde zurückgehen. Ja, machen wir. Keine Musik mehr. Und Musik. Wie die Musik immer verlangsamt, wenn ich irgendwie Bildschirm verlasse und anderen betrete. Dim, 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 dim. Kapitel 18. Lapras. Irgendwas ist mit den Bildeinstellungen echt nicht richtig, ey. Was ist das? Das nervt so mega. Aber... Ne, ich hab ja auch nichts. Video Lights vielleicht? Lights? Nee. Ich glaub nicht. Okay. Ich hatte gehofft, Rotem hier zu treffen. Nein, er ist doch noch nicht hier. Wo wir gerade beim Nicht-Hier-Sein sind. Die Krabi sind auch nicht hier. Die kommen abends immer hierher, um Blasen in die Luft zu pusten. Ich liebe es, wenn ihre Blasen in den Abendhimmel davonschweben. Wirklich schade. Es ist eine Enttäuschung, aber... Sieh nur, Doki. Der Sonnenuntergang ist so schön wie immer. Weißt du... Es war mein Traum, das Rätsel meines Reliktfragments zu lösen. Aber ich hatte niemals gedacht, dass das Reliktfragment mit dem verborgenen Land in Verbindung steht. Das erinnert mich daran... Es war hier, wo Smogon und sein Handlanger mein Reliktfragment gestohlen haben. Stimmt. Sorry, der Zwerg, aber wir nehmen das. Nehmen wir. Willst du es nicht zurückholen? Was ist los? Hast du etwa Angst? Ich hatte gedacht, dass du so ein. Ich hatte nicht gedacht, dass du so ein Angsthase bist. Komm schon, hau wir ab. Da bist du irgendwann du, Mami. Spacken. Ich erinnere mich, ich hatte zu viel Angst, um es zurückzuholen. Du hast mir damals Mut gegeben, Doki. So wurden wir damals zu einem richtigen Team, weißt du? Dieses Reliktfragment zu holen. Ja, zurückzuholen, das war das erste Abenteuer für den Pokepakt. Und jetzt verwenden wir dasselbe Reliktfragment, um zum verborgenen Land zu gelangen. Seltsam, wenn man darüber nachdenkt. Ja, das stimmt. Mein Abenteuer mit Dragon. Die Suche nach dem verborgenen Land. Beides begann mit dem Reliktfragment. Ja, dieser schöne Sonnenuntergang. Ihn wird es nicht mehr geben, wenn der Lähmungsplaneten nicht aufgehalten werden kann. Wir müssen es verhindern. Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn wir das verborgene Land finden wollen. Wir müssen morgen das Beste aus uns herausholen, Doki. Ja, das stimmt. Wir müssen uns sehr anstrengen. Ich muss die Mission zu Ende bringen, die ich hatte, bevor ich mein Gedächtnis verlor. Meine Mission mit Reptane. Eine Mission, um Pokémon dieser und der zukünftigen Welt zu helfen. Was? Hey, Doki! Was ist das? Da schwimmt... ein Lapras. Aber wohin? Was könnte es sein? Es sieht so aus, als schwimme es durch den Sonnenuntergang. Ich glaube, es ist ein Pokémon. Das ist irgendwie seltsam. Die Sonne ist fast weg. Wir sollten bald zur Gilde zurückgehen. Ja, es ist ein guter Plan. Tja, die Krabi waren aus gutem Grund nicht hier. Sie sind abgehauen aus Angst vor uns. Tja.
Aber Boss, dieser Opa-Kurte hat uns wenigstens nicht angelogen. Dieser Schrott, den wir damals gestohlen haben. Ich wusste nicht, dass das mal so viel wert sein könnte. Na und? Wir kriegen das Reliquement von Ihnen oder so. Das bedeutet, das verborgene Land wird erkundet von niemandem anderem als uns. Den Totenkopf. Tja, haha. Gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, Finger knacken, so wie immer am Ende des Parts irgendwie. Seit neuestem habe ich das Gefühl. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Oder? Moment. Gleich. Moment. Moment. Gleich. Warte, was? Okay. So. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut oder rein. Na. No.